Ja, hallo Wuppertal, herzlich willkommen bei wunderschönem Wetter. Und zwar, wo kann man besser ein Interview führen als im Eiscafé? Da sind wir nämlich auch, im Eiscafé Giannone, hier in Wuppertal-Vohwinkel. Und neben mir der Werner Kreisgott, Box-Schwergewichtsweltmeister WBU. Und Werner, am 18.06. verteidigst du deinen Titel, und zwar in den MK-Sportzentren in Velbert. Ich habe gehört, der Gegner hat sich geändert. Es ist nicht mehr der Südafrikaner, weil er irgendwie Schwierigkeiten mit seinem Visum hatte, sondern es wird wohl jetzt ein Bosnier. Genau, hallo erstmal zusammen. Genau so sieht es aus. Es wird nicht der Südafrikaner sein, sondern es kommt jetzt irgendein Bosnier. Und mit dem Südafrikaner gab es Probleme mit dem Visum. Deswegen ist es jetzt irgendwie letzte Woche kurz umentschlossen worden und deswegen hat es nicht gepasst. Okay, aber auch der Bosnier, habe ich gehört, hat 20 Kämpfe, 10 davon gewonnen durch K.O. 20 Profikämpfe hat er, ganz genau. Und er hat zig Amateurkämpfe. Ich habe ihn mir noch nicht angeguckt, sondern weil ich gesagt habe, ich habe nur die Größe, einmal die Aussage. Es passt wohl alles, so wie wir uns das vorstellen. Größe, Aussage ist gleich geblieben. Und er muss aber halt ein guter Junge sein oder auch ein, ich denke mal, ein guter. Er hat zum Beispiel gegen Alexander Dimitrenko, den glaube ich jeder kennt, in Deutschland oder überhaupt auf der Boxwelt, hat er nur nach Punkten verloren. Obwohl Dimitrenko ein guter und starker Mann ist, ein großer Mann, wo man eigentlich denken würde, okay, da würde er zur K.O. gehen, aber das hat er wohl ganz gut gemacht und über die Runden sich gerettet und wohl gut mitgemacht, und deswegen geht man davon aus, dass er ein sehr starker Gegner sein wird. Aktuell bist du in deinen Vorbereitungen, und zwar zum Kampf eben am 18.06. Wie sieht so ein Trainingstag bei dir aus? Ja, der sieht immer sehr stressig aus, wie man jeder weiß, oder mittlerweile glaube ich jeder weiß, ich habe einfach keinen Trainer, ich mache halt alles die ganze Show alleine. Ich habe halt mein Team, klar, das mit dem Fight Club unterstützt, mit dem Hassan Jarai, der mir da bei dem, wenn Training, also die Vorbereitung laufen, der mir dann hilft, da das Training zu geben. Kindertraining, Jugendlichentraining halt. Erwachsenentraining teilen wir uns dann meistens auf. Und die Frau trainen, das mache ich immer noch, oder halt meine Frau, die Olga halt. Ne? Und ja, und ansonsten sieht mein Training so aus: morgens zuerst mal aufstehen. Dann wird mit meinem Hund spazieren gehen, der ist mir am wichtigsten halt von der ganzen Sache. Ne? Das ist nämlich zu kurz kommt in der Vorbereitung. Dann, ja, dann bringe ich ihn wieder nach Hause im Prinzip, oder ich nehme ihn mit im Fight Club, wo ich dann halt meistens morgens früh 3 bis 4 Mal die Woche mit meinem Kraft- und Ausdauertrainer trainiere. Der kommt dann aus Köln und stritzt mir ein bisschen mit der Kraft- und Ausdauer, weil das würde dann noch zu schwer fallen, wenn ich es auch alleine machen müsste. Ja, und dann teilweise abends dann halt, also okay, dann Mittag ist man wieder nach Hause, mein Hund füttern, dann wieder mit ihm spazieren gehen, das ist so der schönste Tag, die schönste Zeit eigentlich am Tag, sag ich mal, wo ich auch ein bisschen abschalte im Wald, und dann von da aus fahre ich direkt wieder in meinem Gym, gebe erstmal das Training, oder halt ich, kommt halt auch an, wie weit, wie lang der Tag geht, im Prinzip entweder gebe ich erst das Training und mache danach mein Training, oder umgekehrt, dass ich erst mein Training mache und danach gebe ich halt das Training, das kommt immer ganz drauf an, wie gerade die Trainingszeiten fallen und wie mein Tagesablauf aussieht. Zwischendurch muss ja noch das Matchmaking gemacht werden, dann auch noch hier und da Gespräche mit der Stadt Velbert oder irgendwelche Gespräche mit der Halle noch, wo noch die Einzelheiten geklärt werden müssen. Der Ring muss noch bestellt werden, muss noch aufgebaut werden, alles, also alles so Einzelheiten, die auch noch drumherum laufen. Ne? Ja, und dann ist meistens der Tag irgendwie abends 11, 12 zu Ende, und dann geht's ab nach Hause und dann ein bisschen Heil-Bobo machen.